Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Nomsi-Folge. Wir sind heute auf der Karte Bad Hügelsdorf unterwegs. Payware nicht, wir sind heute auf der Freeware-Karte, denn morgen erscheint's dann. Und wir wollten uns schon mal so ein bisschen vorher angucken, na, wie sieht's denn aus? Ja, kann man denn irgendwie mal schon dann irgendwie den Vergleich ziehen? Deswegen ja auch heute diese Folge, dass ihr, ja, falls morgen das Payware-Addon erscheint, das Ganze mal so ein bisschen gucken könnt. Wir werden auch mal gucken, dass wir dann so ein spezielles Video machen, wo wir dann einfach mal so ein paar Linien mit Freeware, Payware vergleichen. Müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen zeitlich. Ja, fahren heute aber das allererste Mal, ihr seht das schon, mit einem Scania Citywide Solo-Bus. Den hatten wir ja so noch nicht auf dem Kanal. Ja? Der Solo-Bus von Scania. Wir hatten das Ganze ja nur mit dem Gelenk oder die gibt es halt auch mit Gelenk. Und ja, jetzt mal in einem kleinen Modell. Mal gucken, wie sich das Ganze fährt. Ich weiß noch nicht so recht. Ja. Ich finde ja Scania an sich, von vorne sieht er klasse aus. Ja. Von hinten, naja. Ja, das ist eine Geschmackssache. Aber halt diese kleine Variante von dem Scania könnte auf jeden Fall schon mega interessant sein. So, Kollege fährt uns hier mangelt so durch die Kamera. Wundervoll, ich danke dir. Und ja, also wie gesagt, gucken wir mal so ein bisschen, wie das ausschaut. Da ist er. Hier ist zu Ende. Einfach Ende. Ende im Gelände. So, hier, kleiner Bus halt, ne? Wie viel passen denn hier rein? Ah, angeblich 48. Ja, das sind natürlich schon echt wenig Sitze hier, die wir hier haben. Ne? Vorne, hinten und so weiter. Hinten ist eine komplette Reihe. Hier haben wir auch nochmal die, ja, für Rollator und die Kinderwagen und so weiter und so fort. Jo, sonst hier vorne noch den großen Monitor und ja, so sieht das Ganze halt von der Passagieransicht halt aus. Ne? Also, naja, warum nicht? Müssen wir mal gucken, wie er sich denn fährt. Da habe ich absolut, ich bin den, glaube ich, einmal gefahren und fand, der wirkte halt, als ob du eigentlich noch mit dem Gelenk fährst. Der fühlte sich nicht an, als ob das ein reiner Solobus ist. Aber muss auch dazu sagen, ich habe den als Solobus halt so auch noch nie gesehen. Ne? Also von daher 9691, ich hoffe, das war jetzt richtig. 1805, perfekt, Hauptmenü. Oh, Betriebsfahrt, RBL, haben wir jetzt hier. Wir sind auf der 314 unterwegs. Ich hoffe mal, vielleicht funktioniert das Ganze. Großweiher, das hört sich sogar tatsächlich nach unserem Ziel an. Das ist unser Fahrplan. Ah ja, gut. Gott sei Dank haben wir BBS an, wo wir unseren Fahrplan uns anzeigen können. Nach Großweiher, das stimmt sogar. Perfekt, das ist es. Einstieg ist Theater, wundervoll. Somit haben wir das Ganze eingestellt. Und ja, 314, 314 Ausstieg. Da hinten ist ein 314 Einstieg dann irgendwo. Gut, ich würde mal sagen, wir ziehen vor. Starten. Oh, ich habe Hunger, merke ich gerade. Na sowas. So, jetzt haben wir natürlich den Motor komplett ausgemacht wieder. Fantastisch. Sag mal, veräppelst du mich jetzt? Ja. Er hat mich veräppelt. So, 9691, 1805, wundervoll. Das ist ja alles weit geschildert, deswegen. Los geht's. So. Ach so. Ach, jetzt ja, jetzt muss ich hier wieder umdenken. Sind wir ja nicht mit dem britischen Bus unterwegs. Warum funktionierst du nicht? Warum zeigst du nichts an? Nein, das ist doch alles richtig. Aha. Großweiher, jetzt funktioniert es auch. So.
Also laut dem, mit wir hier stehen müssen, aber naja, was soll's. Es ist ein bisschen anstrengend, dass ich den Fahrplan jetzt hier aktuell nicht finde. Der ist hier irgendwie nicht drinne. Der zeigt mir hier leider auch keine Verspätung hier an. Wir quittieren Stadttheater, jaha. Ah ja, ich verstehe. Perfekt. Jetzt öffnen wir noch beide Türen. So. Na gut, dann werden wir mal die Zeit vorspulen und werden dementsprechend halt nochmal so ein bisschen. Ja, das Ganze ist gemoddet worden irgendwie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Da ist der Einstieg. Ah. Ja, das ist natürlich klasse, wenn das Einstiegsfenster irgendwo ist. Hauptbahnhof. Nee, leider noch nicht. Noch nicht. Was geht? Es geht nicht viel bei dir. Hallo. So, jetzt müssen wir uns sputen. Obwohl, wir haben noch Zeit, eine Minute. So, kommt hier irgendwas? Schaut gut aus. Bla, Alter. Gleich schon Force Feedback wieder testen hier. Was ist denn jetzt los? Ich kann doch nichts dafür, dass ihr Kopf schon im Pflaster liegt. Ich hab's nicht hingebaut. Ja. Ich habe den schon eine ganze Weile auf der Platte. Der wurde damals gestreamt. Und da konnte man sich den runterladen. Und da ist dann aber in den Kommentaren oder in dem Livestream dann richtig viel Stunk gemacht wurde. Ja, wusste ich nicht, darf man den zeigen, darf man den nicht zeigen, was ist jetzt nun? Jetzt habe ich ihn aber schon so oft in anderen Videos gesehen. Ich denke mal, das sollte jetzt dementsprechend auch kein Problem mehr sein. Was ich halt nur weiß, ist, dass es wohl noch keinen offiziellen Donut davon gibt. Von dem Bus hier. Aber wie gesagt, der hat halt auch Lange ordentlich Straße, Badener Weg. ein paar Fehler drin. Ne? Das ist halt ein bisschen. Das muss ich erstmal mit auseinandersetzen. So, aber wir sind hier nochmal. Hauptbahnhof. So. Was wir schon richtig haben hier. Der loszieht. Ja, da sollte sich mal der Polygon Light mal sich mal eine Scheibe abschneiden hier. Oh, komm, was ist Lange denn? Straße, Badener Weg. Du machst mich fertig, Weib.
Herr Kollege hier vor uns. Ja, ich weiß gar nicht. Ich fahre jetzt, ich habe jetzt einen Fahrplan von Sonntag jetzt hier ausgewählt. Hier sind nur drei Linien verfügbar. Aber Bad Hügelsdorf an sich bietet aber wohl mehr jetzt. Nasi, was geht? Ja, nicht viel. Auf jeden Fall freue ich mich auf diese Karte hier. Besonders Bad Hügelsdorf hat für mich eigentlich einen sehr positiven Eindruck hinterlassen damals. Ich habe keine Tiefkühl-Lebensmittel dabei, um sofort da reinzuladen. Was hat er? Achso, er beschwert sich, weil er eine Heizung haben will. Ah, alles klar. Jetzt muss ich erstmal gerade mal so ein bisschen hinhorchen. Man sieht zum Beispiel auch bei dem Display, ja, dass das Ganze halt noch nicht fertig war. So zeigt er uns, wenn wir die Türen öffnen, ganz normal halt an. Ne? Und wenn wir den halt die Türen schließen, löst er die Bremsen von 8 Rädern. Wo sind die? Die 8 Räder. Irgendwas verpasst? Das hier hinten, das wirkt halt auch so überdimensional riesig hier. Also, ja, deswegen wird es den Bus wahrscheinlich auch nicht wirklich geben zum Donut. Oder vielleicht gibt es den ja nur mittlerweile, ich weiß es nicht. Also im Omsi-Webdisk habe ich da jetzt zu nichts gesehen. Ich fand den bloß interessant. Es ist ja halt immer so eine Sache mit neuen Bussen. Mittlerweile werden die ja nicht mal veröffentlicht. Das weiß man nicht warum. Finde ich halt immer ein bisschen schade. Denn ich glaube, das Ganze hier, das kam von irgendeinem russischen Entwickler oder sowas. Ja, das musste dann nochmal alles nochmal so ein bisschen umgeändert werden. Also ich stecke da halt nicht drin. Also ich kann da wirklich so Einzelheiten überhaupt nicht sagen. Warum fährt der denn jetzt nicht? Ah ja. Jetzt fährt er wieder. Das sind zum Beispiel diese Macken. Ja. Jetzt bremst er nicht. Ach, Mann. Ich sollte weniger mit britischen Bussen fahren. Verdammt. Da guck mal jetzt, ne? Jetzt zeigt er 8 Räder an. Die haben wir aber gar nicht. Da war wieder ein Blitzer versteckt. Alter Falter. Alte Ziegelei. Ja, also Verspätung kriegst du hier schnell. Dass du auch irgendwann die Möglichkeit hast, die wieder auszufahren. Das wäre sonst ein bisschen ärgerlich. Maximalspeed 80, ja. Wollen natürlich auch alle abbiegen, ja. Ah, ich freue mich immer, wenn es wieder neue Karten gibt. Bin auch mal gespannt, was Düsseldorf noch macht. Die haben ja auch schon ihr Mini-DLC da. Da freue ich mich auch schon drauf. An sich fand ich Karte echt nicht schlecht, ja. Also, ja, klasse. Ja, so kriegen wir unsere Verspätung raus, definitiv. Nee, auf jeden Fall fand ich die ja klasse. Bin mal gespannt, was die M2 denn so mit sich bringt. Aber so wie man es auf jeden Fall da, oder wie wir uns das Ganze ja im Livestream angeguckt hatten, sah das schon verdammt gut aus, ja, weil du da halt wirklich so viele Abschnitte abfährst. Bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Ja, gut, Verspätung. Rote Ampel, kein Fahrzeug fährt, wollte gerade sagen, da kommt mal eins. So, komm, lass mich jetzt durch. Fahr. Ja, du solltest nicht fahren. Oh, traumhaft. Ist die alte Ziegelei hier?
Ne, ist zu lange. Ah. Was ist denn jetzt hier los? Oh, ich glaube, ich habe mich hier, glaube ich, total verfahren. Kann das sein, jetzt? Irgendwie? Ich glaube, ich hätte hier doch gar nicht jetzt hier einsteigen lassen müssen, weil. Das zeigt mich irgendwas anderes gerade an. Ach, die meine Güte. Na, das wird der jetzt. Na, was machst du denn? Alte Ziegelei. Ja. Beschweren sich da bestimmt gleich wieder. Oh, kannst du nicht anständig fahren. Nicht zum Aushalten. Ja, was kann ich denn dafür? Das ist, hat nichts mit mir zu tun. Ich krieg die Verspätung nicht raus. Alter, was ist denn das für ein Fahrplan hier? Wow, wir haben minimalistisch Zeit gut gemacht. Minimalistisch, das ist ja fantastisch. Mann. Kinderwagen gibt es jetzt hier nicht. Keine Zeit für. Ich fahre mit 40 um die Kurve. Das ist ganz normal, Leute. Ganz normal hier. Nicht mal mit 60 kriege ich es raus. Ich krieg's nicht raus. Das ist. Das ist hier, ja, das meine ich halt, das ist so richtig hübsch so gemacht hier. Ja, das ist ein. Mühl, Albert Zweistein Gymnasium. Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich kann kaum noch mein Lenkrad benutzen, weil das hier einfach nur noch total am Abzittern ist hier. Also so wie das Lenkrad da ausschaut, ja, so ist es auch bei mir jetzt gerade zu Hause. Ich muss euch mal ein bisschen wegnehmen hier vom Lenkrad, weil sonst hört ihr jetzt gerade, muss auch wohl rumpeln. Das werdet ihr wahrscheinlich so schon hören. Das sind aber so Sachen, die müssen auf jeden Fall hier gefixt werden. Ne? Also das ist schon. Da gerade zum Beispiel die Veränderung des Bordsteins da gesehen. Ne? Also sowas dürfte so nicht aussehen. Das ist sowieso immer eine schwierige Sache. Ja, ich kann jetzt sowieso nicht rechts ranfahren.
Würfeln der Scheiße. Jetzt ist recht, weißt du? Ihr seid nur am Jammern da hinten. Das ist heute der Michael Schumacher, ja? Hey, jetzt schauen wir nicht bei einer Haltestelle. Jetzt einfach bergab hier. Oh meine Güte. Das ist vielleicht anstrengend. Viel zu gucken haben wir nicht, zeittechnisch. Hier geht's gleich knallhart weiter hier mit dem. Wir müssen echt diese Zeit rausfahren. Lahnhalt, Kirchstraße. Also wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn man den Fahrplan noch ein bisschen anpasst, weil wenn du hier sowieso nicht so schnell rumfahren darfst, weil die Fahrgäste sich hier immer gleich beschweren. Dann macht's auch keinen Spaß, irgendwie groß. Hä, 70? Hallo? Da war doch gerade ein Schiff mit 70. Weil ich da nicht immer irgendwo Blitzer gesehen habe. Hier diese typische Omsi-Kreuzung, ja, die habe ich bei mir auch vor das Haus ein paar Mal verbaut hier. Aber es sieht schöner aus. Stand ja nicht da, ne? Dass das Einbahnstraße ist oder sowas. Schloss Lahnhalt. Also mit dem Force Feedback, das ist bei dem Bus halt so extrem hier. Das ist auch bei den normalen Scania Citywide, ja, dass der so eine extrem heftige Feedback hat hier.
Also wenn du einmal Verspätung hast, dann kriegst du nicht mehr raus hier die Verspätung. Ich baue immer noch mehr auf, ja. Oh, schön, die Meter, die Autos wieder nicht richtig. So. Hey. Boah, jetzt seid ihr rast da hoch, ey. Das meine Güte, der fährt ja als wäre. Also der Fahrplan, der ist hier ein bisschen unter alles der Kanone. Im Elend. Ja, genauso fühle ich mich gerade. Im Elend, ja, genau so. Zumal du kannst hier auch nicht wirklich beschleunigen, weil du einfach immer Kurven hast und dann sowieso da total langsam aber rumfahren musst. Nun raus, Keller rein, alles klar, weiter geht's. Leute, das ist herausfordernd. Das ist herausfordernd hier. So, 70. Großweier, Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Ah, das war schon. Schade. Aber, also der Fahrplan, der ist mega heftig. Ja, bustechnisch ja, der sagt mir überhaupt nicht zu. Aber man merkt halt schon, dass man halt kein Gelenkbus fährt, ne? Das ist halt schon ein Solobus, aber irgendwie haut diese ganze Physik nicht so wirklich hin. Wie gesagt, also der Bus, der, wenn du über Kopfsteinpflaster fährst, ey, das ist so, als ob du Stromschläge kriegst, wenn du da mit dem Bus da drin sitzt. Also die Federung ist überhaupt nicht vorhanden oder sowas, ja.
Nee, aber an sich, ja. Weiß ich, wenn der irgendwann mal kommt, dann müssen wir uns den nochmal angucken, vielleicht. Aber so in der jetzigen Fassung, so wie er jetzt hier ist, nee, also, muss ich sagen, wird er nicht zum Lieblingsbus. Wird er nicht zum Lieblingsbus. Ja, für das Bad Hügelsdorf ändern kann ich nur hoffen, dass sie da ein bisschen den Fahrplan ein bisschen anpassen, weil es ist nicht schaffbar. Weil du musst ja hier sowieso immer mit 30, 40 hier immer durch diese Kurven hier fahren und die Zeit, die rennt da auf einmal hoch, da als gäbe es kein Morgen. Mal hoffen. Werden wir ja morgen alles sehen, denn. Wenn wir uns das Ganze dementsprechend mal anschauen werden, wie gesagt, also ich werde abends noch einen kleinen Livestream machen, wo wir uns dann Bad Hügelsdorf mal anschauen im Multiplayer, also nicht im Multiplayer, im Normalfahren halt. Und am Freitag, den gibt es dann die Leitsternfahrt zu Bad Hügelsdorf. Also solltet ihr Interesse haben, Bock haben oder ja, wollt euch das Ganze holen und wollt mitfahren, dann ja, wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr denn dabei seid. Wir müssen natürlich gucken, dass auch BBS das Ganze so schnell umsetzt halt, dass man das Ganze dann als Leitsternfahrt machen kann. Und dann, ja. Das dauert so lang. Wieder ein Blitzer. Wie viele Blitzer sind denn hier auf der Karte verbaut? Wahnsinn! Und sonst könnt ihr euch ja, wie gesagt, selber mal angucken. Bad Hügelsdorf, ich glaube, müsste eigentlich noch als Download vorhanden sein. Wenn sie es sich mitgenommen haben, ist ja immer so eine Sache, ne? Wenn es irgendwann mal Payware wird, dann wird meistens immer der Freeware-Content entfernt. Aber solltet ihr das Ganze noch besitzen, fahrt doch einfach selber noch mal ein, zwei Runden. Und dann, ja, schaut einfach, dann sich das lohnt, denn halt umzuwechseln, Payware, Freeware. Ich finde das sowieso immer eine schwierige Sache. Was früher mal Freeware war, dann als Payware wird, ja, muss dementsprechend dann auch Qualität an den Land legen. Aber es hat ja gut funktioniert mit Berlin X10. Es hat ja gut funktioniert. Lobe Rheinhausen war ja auch, ne, meiner Meinung nach. Auch erst Freeware, wurde dann Payware. Ich glaube, Gladbeck hat auch nichts anderes gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Also von daher, ja, lassen wir uns mal am besten denn morgen überraschen, was uns das bringt, das neue Addon. Ich weiß nur, ich freue mich sehr drauf. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann unbedingt einschalten, würde ich mich sehr freuen. Ja, sonst seht ihr ja, das war eine schlechte Fahrt. Ist nicht erwähnenswert, glaube weiterhin. Deswegen hoffe ich ja, dass das Ganze dann dementsprechend halt nochmal ein bisschen gefixt wird. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe, dass wir uns dann morgen zum Livestream hier zu Bad Hügelsdorf hier wiedersehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!